Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönisch. Ich möchte Ihnen heute diesen Kinderatlas von Dorothea Flexig vorstellen. Er heißt Petronella Glücksschuh Kinderatlas und ist im Glücksschuh Verlag Falkensee 2013 erschienen. Umfasst 158 Seiten, Paperback, Ausgabeformat. Ja, um was geht es in diesem Kinderatlas? Also, wie man schon hier am Titel lesen kann, es ist ein Straßenatlas, aber der ganz besonderen Art. Der Glücksschuhverlag hat in Kooperation mit Read You und in Zusammenarbeit mit Bund, Fazil, Natur zu Infos und Stiftung Artenschutz diesen Atlas erarbeitet, und Hauptfigur ist hier Petronella Glücksschuh. Das ist eine Kinderbuchfigur von Dorothea Flexig, die später Naturforscherin werden will und schon viele Abenteuer mit Tieren in ihren Büchern erlebt. Und Petronella Glücksschuh ist genau die richtige Person für so einen Kinderatlas, der darauf ausgerichtet ist, den Kindern Deutschland in seiner geografischen Ausbreitung, in seiner geografischen Lage und die Umwelt, seine Umwelt und seine Tiere vorzustellen. Wir schauen mal hier rein. Also wir sehen hier vorne gleich eine Übersichtskarte von Deutschland und von diesen einzelnen Karten, die sozusagen Deutschland abdecken, und hier wird beschrieben, warum es diesen Atlas gibt. Also Dorothea Flexig ist einfach ein Anliegen, dass Kinder die Natur entdecken, sich sensibilisieren für Flora und Fauna, einen Forschergeist entwickeln, Interesse und Umwelt- und Artenschutz sind einfach ihre Herzensangelegenheiten. Und das setzt sie mit diesem Atlas hier um. Wunderschön ist erklärt, wie so ein Atlas aufgebaut ist, also mit der Legende, kindgerechte Symbole. Hier gibt es nochmal ein Blatt mit tollen Stickern, die Kinder einkleben können. Dann die Symbole für Unterkünfte und Informationen, die man also in den Karten finden kann. Dann geht es weiter, wie man sich in der Natur orientiert. Und das ist schon so der typische Aufbau von den Infoseiten, die es nämlich in diesem Atlas gibt und die ihn denn besonders machen. Also so kleine Box mit Informationen, dann dieses Gefällt mir von Petronella Glücksschuh oder hier so ein Wissenstipp, wie man sich in der Natur ohne einen Kompass orientieren kann. Dann eine Europakarte politisch, wie Deutschland politisch aufgeteilt ist, also die Bundesländer geografisch, und dann geht's los, beziehungsweise hier gibt es eigentlich weiter vorne, das wollte ich Ihnen nämlich noch auch zeigen, wird den Kindern erklärt, wie so eine Karte überhaupt entsteht, also durch Überluftbilder, die dann symbolisiert da wiedergegeben werden, und hier ist so eine Erläuterung, eine ganz genaue Erläuterung, wie die Kinder diesen Kinderatlas nutzen können. Ziel ist es, dass die Kinder zum Beispiel bei einer Urlaubsreise im Auto hinten diesen Kinderatlas in der Hand haben, also Zielgruppe der Kinder ist so ab 6, 7 Jahre, diesen Atlas in der Hand haben, und dann wird zum Beispiel gesagt, wir fahren über Hannover nach Göttingen, Richtung den Harz. Und dann sollen die Kinder eben hier, zum Beispiel wenn sie von Bremen aus kommen können, im Auto mit den Fingern so nachfahren können, wo sie sind. Dann sehen sie, was es alles so entdecken gibt, also welche Tiere hier besonders vorkommen, welche Pflanzen besonders vorkommen, was es für große Seen gibt, was für Wälder, wie der Berg heißt, wie das Gebirge heißt. Und das können die eben alles hier drin entdecken und dann eben auch sehen, wo die Eltern langfahren. Wichtig noch, hier sind auch Informationen zum öffentlichen Nahverkehr mit drin. Also es gilt nicht nur für die Autofahrten, sondern auch für Bus und Bahn. Also dafür kann man den Atlas auch ganz gut nutzen. Und was macht den Atlas nämlich noch aus und was unterscheidet ihn von sonstigen Kinderatlassen? Und zwar diese Seiten. Hier werden Nationalparks, Biosphärenreservate,
Und Naturschutzgebiete ausgewählte vorgestellt. Also es gibt immer für so ein Naturschutzgebiet, wie zum Beispiel hier die Allgäuer Hochalpen, so eine Doppelseite mit Informationen und vielen Bildern von den Tieren, von der Gegend, einem Kartenausschnitt, wo man erfinden kann. Dann war so ein kleines stichpunktartig, so ein Porträt, was man dort alles findet, was es besonders ausmacht, mit auch vielen Sachinformationen. Ausflugstipps, was es für Tiere dort besonders gibt, auch so ein Linktipp hier, was man vorher sich im Internet anschauen kann, wie man mit dem öffentlichen Nahverkehr sich die Region erschließt. Also hier gibt es auch immer über so QR-Code kann man sich dann weitere Informationen holen. Und ganz wichtig ist auch immer diese Box hier, von wo Petronella auftaucht und sagt, das gefällt mir in dieser Region, das finde ich toll. Also immer mit dem Hinblick auf Natur und Umwelt und Artenschutz. Und das gefällt mir nicht. Zum Beispiel geht es hier um das, die letzte Erlegung, also eines Adlers oder wie viel dieser eine, der Leodorn, Leibjäger vom Prinzregenten Leopold von Bayern, vor 100 Jahren, wie viele Adler der dort geschossen hat und dass die ja heutzutage bedroht sind und dass sie zeitweise sogar ausgestorben waren. Und so geht es eben hier weiter. Christian Poyer hat die Figur von Petronella erschaffen, illustratorisch erschaffen und immer diese kleinen Figuren mit dazu. Also hier steht ganz viel Arbeit. Die Texte sind mit diesen kleinen Infoboxen sehr gut aufbereitet und locker gestaltet und sachbuch- und kindgerecht erklärt. Also hier steht definitiv der Sachbuchcharakter im Vordergrund, aber eben auch kindgerecht. Und selbst als Erwachsener lernt man ganz viel. Ja, so werden eben hier verschiedene ausgewählte Nationalparks erklärt. Das sind so die wichtigsten mit dabei. Und danach folgt die nächste Abteilung, die nächste Säule. Da gibt es nämlich wieder nach dem gleichen Schema auf zwei Doppelseiten Erklärungen, Wissenswertes über Küsten, über Moore, über Wälder, über Wiesen und Weiden, über bestimmte Tierarten wie Wildkatzen oder Bienen, Schmetterlinge. Warum sind Bienen nützlich? Wieso brauchen wir über Fledermäuse? Fledermäuse ist auch ein Thema für Dorothea Plexig, was ihr sehr am Herzen liegt. Also sie hat ja auch diese Kinderbuchreihe um die Fledermaus Schandor. Habe ich auch schon rezensiert. Finden Sie Video und Rezensionen hier auf YouTube und im Blog. Und hier sind also auch Sachen zum Mitmachen für die Kinder drin. Also zum Beispiel so ein Zählbogen für so einen Faltertag. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Bund, wo die Kinder einfach mal sich im Garten setzen sollen zu einem bestimmten Zeitpunkt und zählen sollen, welche Falter dort bei denen auftaucht. Oder auch hier weiter vorne haben wir das gerade gesehen. Also auch so ein Naturtage-Wettbewerb, dass sie Pflanzen sammeln sollen, trocknen sollen, Herbarium, eigenes Herbarium anlegen sollen. Und wie immer tritt hier Petronella auf oder solche kleinen Käfer. Oder auch hier zum Umweltschutz. Was soll man machen, um die Umwelt zu schützen? Letztendlich geht es einfach bei diesem Kinderatlas darum, dass er zum einen einfach aufreißen, etwas in der Hand haben, den Urlaub mitbestimmen können, zu den Eltern sagen, komm, ich will mir das mal angucken, welche Erlebnispfade gibt es, was kann man da besonders dort machen, wo geht die Reise hin, wie weit ist es, was kann man alles entdecken. Das und zum anderen natürlich, dass einfach bei den Kindern dieser Drang in die Natur und sich die Natur einfach nur anzugucken und zu respektieren und zu entdecken, was die Natur, wie viel Vielfalt da ist, dass die da den Anreiz bekommen und Informationen, ganz viel Informationen und das lockt natürlich die Kinder und weckt bei denen die Begeisterung. 158 Seiten dazu. Es gibt noch aktuell einen 10-Euro-Gutschein für Klobetrotte mit zu dem Kinderatlas und eine ganz große Straßenatlaskarte für die Wand, also eine Wandkarte. Die kostet extra 3,95 €, aber die lohnt sich, die 4 € für diese große Karte Kinderzimmer hängen. Und dieses Buch ist nicht nur für die Kinder so geeignet, sondern auch als Informationsmaterial und als Buch Mitmachbuch, als Arbeitsbuch für Kindergärten und für Schulen. Also für Projektwochen,
oder in den Fächern Heimatkunde, Biologie oder in den Vorschulkindergruppen. Die können die Kindererzieher oder die Lehrer ganz viel mit diesem Buch mit den Kindern machen und einfach mal auch den Unterricht locker gestalten. Dafür ist es super geeignet. Hinten gibt es natürlich noch ein Register oder einen Kalender, welche Tage es gibt. Also vollgespickt mit Quiz, damit es nicht langweilig wird beim Autofahren. Da stecken so viele Sachen hier drin, ne? Das kann man alles gar nicht auf einmal so erklären. Jetzt habe ich auch schon 10 Minuten über das Buch geredet. Also ich glaube, das mit einem der längsten Rezensionsvideos. Ich bin absolut begeistert. Also ich würde lieber 6 von 5 Sternen geben. Also geht leider nicht. Also, weil ich habe nur 1 bis 5 Sterne zu vergeben. 5 von 5 Sternen kostet 19,95 €, aber diese 20 €, also rund 20 € sind super gut angelegt. Sie werden viel Freude haben. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. In der Infobox sind alle Informationen zu diesem Kinderatlas enthalten und dann auch der Link zu der ausführlichen Rezension in meinem Blog kinderbibliothek-blogspot.com. Man merkt einfach, es ist heiß in den letzten Tagen, in den letzten 3 Wochen hier gewesen und das geht dann doch schon mal aufs Gemüt, blub, Knoten in der Zunge. Also, viel Spaß mit diesem Kinderatlas. Eine Herzensempfehlung. Da ist Dorothea Flachsig wirklich was super Gutes gelungen. Empfehle ich sehr gerne weiter. Oder mit natürlich jedem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Und wir hören und sehen uns hier wieder auf dem Kanal von der Kinderbibliothek. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und wenn Sie noch im Urlaub sind, eine schöne Urlaubsreise. Oder wenn Sie in Urlaub fahren, eine schöne Urlaubsreise. Erholen Sie sich gut. Und ansonsten nutzen Sie einfach diesen Kinderatlas gemeinsam mit den Kindern als Urlaubsreise, kurze Urlaubsreise, so für in den Alltag rein. Und ja, wir sehen und hören uns bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Wenke Bönig.